Ob der sich nochmal umdreht? Hi. Ja, da bin ich wieder. Ich wollte euch ja nicht klagen und so, aber ich mache jetzt weiter. Nein. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? So ein Narr! Was ist los? Sorry, hatte was an der Schnürsenkelkappe. Er will noch jemand anderen. Was tut er da? Jetzt mal in den Kopf kicken, das tue ich da. Er sollte keinen Ärger machen. Erstmal außerhalb der Baseline, wie scheint. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. So, was ich hier noch gesehen habe, gefällt mir, weil die Scheinen kommen hier irgendwo hoch. Na? Oh, ich wollte nochmal nach oben. Müsste ich dann wieder den Sprung wiederholen und dann da hinten hoch. Ich wollte mal gucken, wie das von da oben aus aussieht eigentlich nur. Aber ist mir jetzt auch mal wurscht. Weil jetzt kann ich euch zeigen, was ich meinte. Im ersten Part, glaube ich, war das sogar. So, das ist zwar ein Verbündeter, deswegen mache ich mal so ein kleines Set ran. Ist doch hier was für euch. So, jetzt kommt er gleich hinterher und merkt, ich bin nicht mehr hier. So. Ja, also die Fahne, die ich eben eingesammelt habe. Shit, er weiß nicht, wo ich hin bin. Auch schön. Nämlich die Fahne, die ich meinte. Das sind nämlich die da. Hinten. Und die meine ich mich ganz genau, weil ihr seht schon, jetzt habe ich zwei Fahnen eingesammelt. Da drüben links. Ne, drei sogar schon. Okay, so weit habe ich eigentlich mitgekriegt. Ja, und jetzt gilt eben halt pro Ort eben halt alle Flaggen zu finden. Das gibt dann nochmal so ein Bonus oder so. Auf jeden Fall, wenn ihr Ahnung habt, wo die sind oder wo die sein können. Ich weiß selber ein paar Stellen. Ich habe jetzt da nicht so hingucken können, ob das jetzt eine war. Ja, das ist auch einer. Ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare auch. Ich werde da der Sache auch nachgehen, werde auch schreiben, von wem ich dann die Fahne oder die Fahne habe. Werde ich zwar häufig nochmal nachgucken müssen, wenn mir dann den Comment geschrieben hat, aber trotzdem schon mal im Voraus danke, Leute, weil ich bin für jeden Kommentar oder für jede Info oder Kommentar dankbar. Das reicht auch für jede Info, die mir im Endeffekt nützlich erscheint. Du hast wie von wegen, ja, du hättest auch da lang gekonnt, das ist mir klar manchmal. Aber in dem Fall mache ich es mir einfach nur komplizierter, als es sein muss. So. Wie ihr seht, ich komme jetzt schnell an Fahren ran. Ich muss gerade den Hauhäufen hier überfliegen, wollte ich gerade lang. Ah. So. So, ich meine hier noch einen gehabt zu haben. Falls nicht, tut es mir leid. Ansonsten sollte hier eigentlich eine Fahne sein. Aber es hier in dem Fall nicht. Ich guck mal von hier aus, ob ich hier eine Fahne sehe. Auch nicht da oder da. Gut. Ich guck nochmal, falls ihr was seht. Ich mach das mal ganz genau. So, falls ihr welche gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Am besten noch eine noch die bestimmte Zeit. Dann kann ich das nochmal nachgucken, ob das
ankommen könnte. So, und ich gehe mal hier hin. Bevor die mich erwischen. Ich habe mich längst hängen. So, das war jetzt Zufall, dass ich noch gefunden habe. Entschuldigung. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Von hier aus nochmal nach. Da drüben ist eine, die sehe ich jetzt schon. Und wieder dasselbe, wenn ihr welche gesehen habt. Ihr könnt natürlich in HD-Auflösung euch das nochmal das Ganze angucken. Tut mir leid, auch wegen den asynchronen Lippenbewegungen der Figuren. Mein PC kann da nicht mehr rausholen. Erst recht auch wegen Fraps läuft ein bisschen Hardcore. Also, so. Aber wie gesagt, wenn ihr die restlichen 14 Fackeln da schon, Flacken wisst. Ja genau, die restlichen 14 Fackeln, wo sind sie? Nee, also wenn ihr die restlichen wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Wie seltsam. So. Und ich gehe jetzt mal an den Ort, wo ich eigentlich auch hin sollte. Autsch. Jemand verletzt wurde? So. So, und dann das Adlerauge aktiviert. Muss ich übrigens auch nochmal auf eine andere Taste legen. Ach nee, habe ich sogar. Ich weiß, was ich sah. Okay, bei einem anderen Spiel hatte ich es auf das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Wow, das hört sich schon mal interessant an. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Korbmacher. Nicht den Hutmacher, leider nicht. Den würde ich gerne mal treffen. Ab mit ihrem Kopf, sag ich dann nur. Ich darf ja... Ach, ich muss aufhören. So viele Videos nebenbei geguckt von anderen YouTubern. Von richtig guten YouTubern auch. Ja, gut. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So, den werde ich übrigens nicht aus dem Auge verlieren. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Ich werde nämlich jetzt untertauchen. Und einfach nur hoffen, dass die Wache gleich noch welche ist, weil... Okay, Yulomoto, schnell weg hier. Wo versteckst du dich? Da ist der ja! Du wirst mir nicht entkommen! Verbuten! Okay, er hat mich gefunden, da bringt es auch nichts, mit den Heuraufen reinzuspringen. Aber auf der anderen Seite wieder rauszuspringen. So. Er hat was gebracht. Einfach nicht auf die Reihe gekriegt eben. Entschuldigung, Leute. Ah! Leute, das ist doch gemein. Nicht übel. So, selbe Situation noch mit dieselbe. Gespräche sind natürlich nicht immer wieder. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Schüssen gesammelt habe, dann tut mir nämlich auch leid. Ich muss geduldig sein. Ah, jetzt wird es jung, genau. Jetzt geht er weiter. Naja. Und weg bin ich. Zwar habt ihr nicht mehr gesehen, wie hektisch und verzweifelt er gerade danach suchte, aber es war witzig. So. Ich wollte... Leute.
Mach's mir doch nicht schwerer als es ist. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Boing, 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 boing. Ich find's einfach nur witzig. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren. Haut ab hier, bevor ich die Wache rufe. Das tut mir ganz leid, dass ich den wirklich unterbrochen habe. Ich dachte, ich sehe, wie ihr mich anblickt. Okay. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Ja, einfach nur 2,5% schneller ist als der. Wir können ihn einfach im Gehen überholen. Guck mal. Also daher, also manchmal ein bisschen zu schnell. Deswegen fehlt mir auch das Schleichen in den neuen Assassin's Creed Teilen auch. Ich hatte nämlich so ein Gefühl, warum das nicht ging. So, jetzt nochmal kurz sicher gehen, dass hinter mir nichts ist. Aber ich glaube nicht. Genug, genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet. Ach ja, Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Frohe Weihnachtstag Nummer 2. Ich bin stolz auf meine heute Tat. Guckt. Ansonsten, nur, was auch immer gerade ist. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Leider. Ihr habt euch bewährt, Altair, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Ja, wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich.
Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ja, nun. Ja, was ich noch sagen wollte. Ich werde mein Programm schreiben fortführen irgendwann noch. Werde das aber nochmal überarbeiten. So, wenn das stimmt, was ich im Internet auch gelesen habe, ist hier ein Easter Egg. Hier nicht oder wie? Ja, auf jeden Fall. Wie scheint stimmt es nicht? Werde ich das noch fortführen? Problem im Moment ist, ich habe einfach keine Zeit gefunden und auch keine Lust gehabt. Ich werde auf jeden Fall da noch überarbeiten. Heißt auch ein bisschen was verändern in dem Programmtext. Vor allen Dingen auch von wegen da mit den Städten. Ich mache da jetzt was ganz anderes draus. Heißt, das wird auch ein Spiel, was auch dann nachher rauskommt. Ich glaube, hier war das dann. Oder? Ja. Ja. Kann ich hören? Komisch. Okay, es soll angeblich ein Easter Egg geben. Wahrscheinlich erst später. Vielleicht bin ich noch einfach noch nicht so weit. Was man hier fahren lassen, so zu rennen? Nein. Ach, man will nicht. Altair, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ach, ja. War schwer genug gerade wieder. Das Werk eines Meisters. Das Timing muss man haben, ey. Schwert. Oh. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ich bin fertig. Combo Kill. Ja komm, machen wir das auch nochmal. Einfach nochmal zum Zeigen. Nochmal zum Zeigen, einfach gesagt, okay. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Wie tut? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Neues. Tutorial verlassen. Ja. So, das ihr ging seid ja auch beschäftigt. Ich verstehe. Er rennt noch jemand um. So. Ja, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall das Badge weitermachen noch. Werden natürlich einiges ändern. Ich finde das mit den Städten. Also wenn ich was. Ich hätte das auch so machen können. Von wegen Städte habt ihr immer nur einen. Könnt ihr auch nur einen haben. Wenn ihr die Stadt weiterverkauft an dem nächsthöherbietenden und so weiter und so fort, dann würdet ihr wieder was kriegen. Und da ist eine Flagge. Und dann wäre nämlich der Punkt so von wegen, dass man eben halt dann nochmal mehr Einwohner in der anderen Stadt hat. Weil die einfach ein paar weggezogen sind, weil du die verkauft, weil ihr die dann verkauft oder nicht verkauft habt. Das da drüben ist nur eine Flagge vom Aufgang hier oben. Ich weiß gar nicht, da oben sind allgemein keine Flaggen. Nö, das war's. So. Oh, und im Hintergrund springt erstmal mein Wecker so auf den Ton an. So.
Mir droht eine Desynchronisation. Es gibt keine Funktion. Das macht ihr nicht noch einmal. Dafür sollte ich euch töten. Schön davon. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwo in einer Sekunde eine Fahne gesehen habt oder so, die ich einfach mal übersehen habe. Ich gucke extra gerade mal so schräg nach oben, ob hier irgendwo einer ist. Dann lacht es mir. Schreibt es ins Video einfach. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall häufiger auch reiten hier in den Videos. Sowieso ein großartiger Punkt von Assassin's Creed mit den Reiten, das hat Lee perfekt implementiert, wenn man es dann will, in den Assassin's Creed Teilen. So. Ja, und ich glaube, ich mache jetzt auch gleich mal Schluss mit dem Part. Leider Gottes. Hätte ich nicht erwartet, dass es so lange dauert, weil ich da nur ein bisschen herumgearbeitet habe. Aber sie bekommen. Ich gehe noch in die nächste Stadt und mache das mit den Speichern. Nee, auf jeden Fall, ich werde das Badge. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. So, ich werde auf jeden Fall das Badge-Projekt fortfahren, wie aber auch meine anderen Projekte. Auch hier Star Wars und so, das wird wieder kommen. Einfach nur, weil ich es fortfahren möchte, Leute. Es muss euch nicht gefallen, großartig. Es ist einfach nur für mich, dass ich das vollständig habe. Genauso auch Tony Hawk und so, das werde ich auch irgendwann nochmal die Chance, Querstrich, Möglichkeit haben, das zu machen. Nee, was dazu kommt, Badge, wie gesagt, werde ich Projekt fortführen. Querstrich verbessern, bearbeiten, überarbeiten. Heißt einfach gesagt, ich werde da ein ganz neues Projekt draus machen und auch ein paar neue Tricks und Kniffe reinhauen, die ich erst eben halt vor kurzem dazu erlernt habe quasi. Also bitte schreibt mich nicht an, oder schreit allein schon, schreibt mich nicht an, wenn ihr das nicht wusstet, weil da kann ich nichts für in dem Fall diesmal. Ja. Genießt diese wunderschöne Aussicht von einer Schlucht. Nee. Auf jeden Fall werde ich da dann sagen, dass ich dann, was dann die nächsten Projekte sein werden auch. Das mit den Filmen, das kann sich noch wieder um eine Woche herausziehen, weil jetzt 2015 so viele Filme kommen wird und auch werden. Und ich werde mir wirklich jeden einzelnen Film für euch angucken, auch wenn es mir in der Seele schmerzt, was ich da an Geld rausschmeißen werde manchmal. Ja, ich sag mal so, ihr kennt das selber, wenn ihr jetzt zum Beispiel, Susi und Strolch 80er Jahre oder so ein Schrott, das ist mal ausgedachter Titel, guckt, oder My Love Boy is the Best oder so, auch wieder ein ausgedachter Titel, dann sage ich euch eins, dann wird es mir in der Seele schmerzen, wenn das jetzt wieder so ein Schrott oder so ist, wie aus, keine Ahnung, Zeiten, wo es eigentlich hingehören sollte und nicht ist. Gibt da so Filme, die irgendwie so ihre Jahreszahlen irgendwie verdreht haben. Sollten eigentlich für 2012 rausgekommen, sind aber schon 1912 rausgekommen. Okay, macht eigentlich keinen Unterschied, wirklich gedacht. Entschuldigung, aber das ist eigentlich eine Flanke. Und zurückkommen tue ich nicht. Doch, ich glaube schon. Also schade ist, es gab ja noch nicht diese schöne Funktion mit den Springklettern. Aber ich weiß, wenn man jetzt hier schnell genug ist, konnte man einfach. Jetzt habe ich schon verraten, dass im zweiten Teil vorkommen wird, also im zweiten Spiel. Scheiße. Aber da kann man springen, ja, dann heißt man kann springen und dann sich da oben rangreifen, wo man gerade war. Ich habe mich jetzt einfach nicht irritieren davon. Was ich vereinfacht sagen wollte. Was wollte ich sagen? Toll! Werde ich auf jeden Fall den nächsten Part wieder anhauen, weil ich ja diesen Part hier drücken muss. Selber angucken muss, auch wegen der Quali und so. Aber ansonsten, ach ja, stimmt, schreien, schreibt und so weiter. Wenn ich jetzt bei Batch was anders mache, was ihr nicht kennt, dann seid froh, dann zeige ich euch was Neues. Ansonsten könnt ihr euch freuen, ah ja genau, Filme. Jetzt habe ich da den Faden, den ich verloren habe. Warte mal, wo? Okay, nämlich handelt sich dabei herum. Wenn ihr zum Beispiel so einen Film wie Ted
die ja schon persönlich kenne, den Film. Nicht die Figuren, leider nicht, wäre cool. Nein, wenn ich so einen Film eben halt vor mir habe und der ist dann so von wegen nochmal neu gemacht worden und jetzt einfach nur mit 20.000 Dollar weniger oder wie viel Geld die da immer reinstecken. Da finde ich schade, wenn er dann so ein Flop ist und dann nachher weniger einbringt, als sie reingesteckt haben. Aber man ist ja eine 2 Millionen Produktion so viel einfacher gesagt. Aber irgendwie kommen Filmfirmen immer daran, dass sie das genau dasselbe Geld oder eben halt weniger wieder einnehmen. Hier ist noch eine Fahne. Da bremse ich das Pferd extra für nochmal. So. Okay, und jetzt bin ich schon wieder im neuen Bereich. Also wie gesagt, hier sind das 100. Aber es sind immer unterschiedlich viele. Also wenn ihr im ersten Ort das wisst, da wo Amula Lam ist, ich habe jetzt mir den Namen versucht zu merken, habe es auch falsch ausgesprochen wahrscheinlich wieder mal, dann ja, sagt es mir. Okay, der will es wissen. So. Das war weniger auffällig, wollte ich sagen, aber okay. Ich weiß, ich muss noch 400 etwas Meter reiten, aber jetzt mache ich erstmal hier einen Blitzstopp und ich glaube, ich nehme auch schon, ja, ich nehme auch schon lang genug wieder auf. Ich mache hier kurz eine Pause. Tut mir jetzt leid. Ich werde aber dann Part 3 und 4 nacheinander reinhauen. Heißt, beide werden morgen um 10 Uhr etwas zu sehen sein. Also für euch ja schon früher, weil ihr alle das wahrscheinlich später geguckt habt, nach dieser Veröffentlichung. Ansonsten ist es immer schön 10 Uhr. Und ich werde auch versuchen, weiterhin meine Let's Plays dann gleichmäßig zu machen. Vor allem muss ich jetzt da runterkraxeln, weil ihr habt gesehen, was ich gesehen habe, hoffe ich. Falls nicht, Video einfach stoppen bei, keine Ahnung, muss ich nochmal reinsetzen. Kann ich das... Nein, hier geht's auch nicht mit denen. Sich. Okay. Weil ich kenne das... Eieiei! Oh! Desynchronisiert, warum? Naja, Fahne eingesammelt. Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegung. Ja, durch langsame Bewegung, ich weiß. Oh, ich muss auch gleich mal was trinken, ich hab Drücken im Mund. Ich mach das einfach mal so. Ach ja, warte mal, das Runterklettern geht ja. Dafür gab's das ja. Das gab's. Das war ja auch immer bescheuert hier, das. Vor allen Dingen, warum klettert man wo hoch, wo man dann wieder runterkraxeln darf? Na gut, Fahne war nicht mehr da. Aber neue Wachen. Warum auch immer. Aber, ja, mein Pferd ist natürlich auch weg. Überall Berg. Da ist eine Fahne direkt hinter ihnen. Wie mies. Ja gut, da muss ich jetzt das riskieren. Entschuldigung, Leute. Aber hey, ich riskiere es mal für euch. Sobald ich die Fahne habe, renne ich los. Nicht erschrecken, Leute. Und zwar... Genau jetzt! Müssen Action reinbringen hier in die Sache. Ach du Scheiße, es gibt auch noch sowas von wegen Templer. Bitte, bitte. Okay. Oh, die haben mich gerade. Hände, Hände, komm, ja, geil. Oh, der hat mich nicht gesehen, wie geil. Oh, Herz, Rasen, bitte aufhören. So, jetzt schnell die Assassinenklinge ausrüsten. Schleichen. Okay, er weiß es. Er hat nichts gesehen. Okay, 60 Templer gibt es übrigens auch hier in dem Spiel. Wahrscheinlich auch wieder vom Ort zu Ort anders. Und aber das Spiel mag mich jetzt gerade irgendwie. Ich will mir jetzt die Flacken einfach geben. Weil es weiß, ich brauche die. Was war das hier? Hallo, ich kletter doch nur auf dem kleinen Karren hier rum. Ja, ja, gleich. Ich muss noch die Fahne da oben holen. Dann dürft ihr mich töten. Oh, ja, Leute, ich weiß nicht mal wieder Überlänge. Ja, was heißt wieder? Ich mache ja nie Überlänge eigentlich. Aber hier ist alles Überlänge. Da rein schon 2 Minuten. Und Edward, doch, ja. Na gut, wie mache ich das denn jetzt? Dann mache ich doch 2 Parts daraus. Ich reite eben noch schnell hier durch die Menschenmengen. Was ja im zweiten und dritten Teil ja schön verbessert worden ist, also von der Reihenfolge her, dass man über die auch stolpern darf und kann.
Denk dran, fahren und Aussichtspunkte nicht zu vergessen, mit zu sagen, falls ihr welche gesehen habt. Hier zum Beispiel sind auch wieder welche. Oh, da komme ich. Wow, da wäre ich sogar mit dem Pferd rangekommen. Komm ich das? Ja, okay, geil. Den Aussichtspunkt hole ich mir ein anderes Mal übrigens, Leute. Tut mir jetzt ehrlich leid. Aber ich will jetzt nicht so viel Zeit verschwinden. Ja, und dann, ich mache mal ganz kurz Aufnahmestopp gleich, wenn ich nicht mehr da bin. Also für die nicht mehr sichtbar bin. Ich sollte vielleicht auch mal die Kamera nach vorne lenken. Wie sieht denn nun meine Seite? Oh, das Spiel mag mich wieder. Er sagt hier, hol dir die Fahnen. Was mache ich da für ein... Bam! Oh, ich war noch nie perfekt damit. So, untertauchen. Einfach mal so versuchen. Ja, also, sie können uns doch nicht ewig sehen. Oder? Okay, da ist jetzt nicht weit. Ich reite einfach mal auf Gelb weiter. Ich werde auch mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen, weil es irgendwie jetzt auch ein bisschen hochgeht. Ah, passt, nur, das ist jetzt in dem Bereich. Ja, mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Tut mir leid, dass es auch ewig lang gedauert hat gerade. Im vierten Part werde ich auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Abonnieren, weiter, gute Daumen hoch oder schlechte Daumen runter, egal. Und vergesst nicht, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Am besten noch mit den Infos, wo Fahnen sein könnten oder nicht. Wenn es sein muss, googelt ruhig von mir aus auch danach, wenn ihr es selber nicht wisst. Aber die Hauptsache ist, dass ihr mir sagen könnt, wo welche sind. Das wäre ganz praktisch. Falls ich selber welche finde, trotzdem danke für die Infos. Und bis zum nächsten Video, weil ich jetzt auch gleich einen Anschluss aufnehme.